Alexander und Markus, ihr beide haben wir gestern erst erfahren, seid Cousins. Ihr kennt euch also doch schon länger, also unabhängig vom Ring auch, oder? Genau. Wie? Nochmal jetzt. Nochmal, warte. mach nix. Das wird. Okay. Alex, Markus, ihr beide haben wir gestern erst erfahren, seid ihr Cousins bald. Das heißt, ihr kennt euch ja auch familiär schon wesentlich länger, als ihr vielleicht auf der Matte steht, oder? Ja, eigentlich schon seit der Geburt sozusagen. Und seine Eltern kannten sich halt auch gut. Ja, müssen wir dann. Ne? Du ringst jetzt seit dieser Saison beim AC Werdau. Du warst vorher nicht in Luckenwalde eine ganze Zeit lang gewesen. Und gibt es einen Hauptgrund, warum du sagst, nee Mensch, ich ringe jetzt auch beim AC Werdau? Ja, eigentlich so. Mein ganzer Freundeskreis ist hier. Markus ist hier und will eine gute Truppe und macht viel Spaß machen. Markus, du bist glaube ich schon länger beim AC Werder, oder? Schon die ganze Zeit, ja, also jetzt mittlerweile seit 14 Jahren fast. Das heißt, ich brauche gar nicht fragen, wo du vorher warst. Du warst, seitdem du auf der Matte standest. Wann war das ungefähr, mit wie vielen Jahren? Aber hab jetzt mit 5, 6 habe ich angefangen. Bist du zum Ring gekommen? Hattest du hier irgendwie Kumpels, die älter waren, die schon beim Ring waren? Oder hast du es irgendwann mal gehört, gesehen, Mensch, komm mal mit und dann, oh geil, wie war das? Also eigentlich wurden wir, also ich wurde zumindest mit einem Teil reingeboren, so gerade weil Alexanders Papa halt Trainer ist und unser Opa gerungen hat und unsere Eltern ein bisschen ringbegeistert sind und deshalb hat sich das so angeboten. Achso, ja genau. Wie gesagt, das Training im Verein ist ja doch meistens dann nur einmal am Tag, aber auch fünfmal die Woche unter Umständen. Hier in so einem Trainingslager gibt es ja 2 bis maximal 3 Einheiten am Tag. Das ist glaube ich schon ein bisschen was anderes und schlaucht auch körperlich ein bisschen mehr als normales Training, oder schon? Auf jeden Fall, also gerade die Belastung von so einer Trainingseinheit, wenn man hat zwar dazwischen immer so 2-3 Stunden noch Zeit, wenn überhaupt, um sich ein bisschen zu regenerieren, aber das ist auf jeden Fall was anderes, aber macht Spaß. Geht es euch jetzt körperlich nach 2-3 Einheiten? Du hast 3 gemacht schon, du hast, glaube ich, 2 gemacht. Wie geht es euch jetzt so rein physisch, körperlich? Geht es noch oder ist jetzt gut, dass jetzt erstmal Ruhe ist ein bisschen? Auch eigentlich ist man ja relativ fit noch. Ist schon ein bisschen gewohnt, aber muss ja gehen. Könnt ihr euch nachher beide ausruhen beim Freundschaftskampf oder seid ihr beide eingeteilt worden zum Ringen? Wir sind beide zum Ring eingeteilt worden. Alexander muss ein bisschen vorsichtig machen, er ist ein bisschen verletzt, aber ansonsten stellen wir uns beide auf die Matte. Den Kampf seht ihr aber dann schon als Freundschaftskampf, auch wenn es ja ein Kampf ist, wo man ja gewinnen möchte. Ja? Aber hier geht es ja heute um nichts, oder? Oder wie geht ihr jetzt in den Kampf rein heute? Ja, ich meine, gewinnen will man natürlich immer, aber an sich ist es schon ein Freundschaftskampf, wo man fair bleiben soll. Und da soll sich auch niemand verletzen, jetzt noch am letzten oder vorletzten Tag. Und deswegen geht man da schon ein bisschen lockerer rein. Es ist anscheinend hier, wie wir es gesehen haben, beim AC Werdau, der wirklich sehr, sehr jung ist, aus sehr jungen Leuten besteht, anscheinend kein Problem, dass ihr euch ja eigentlich unter der Woche überhaupt nicht seht. Ihr trainiert ja überall in euren Vereinen und trefft euch dann am Samstag mehr oder weniger dann zum Ringen und seid das Team AC Werdau. Es scheint wirklich gut zu funktionieren, wie es aussieht. Also wirklich, ja, wie schon gesagt, eine richtig gute Truppe. Kennen uns auch von vornherein schon alle ein bisschen, waren zusammen öfters weg. Aber man freut sich immer, den anderen wiederzusehen. Und Wie eine Familie eigentlich. Gibt es eigentlich für euch ein Vorbild im sportlichen Ring oder nicht? Weil viele haben, sage ich mal, haben ein Vorbild. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber es kann ja sein, dass einer sagt, Mensch, das ist so mein Vorbild oder so. Ja, mein Vorbild ist Willikow. Hat euch mal in Luckenwalde gerungen. Durfte ich auch mal ein bisschen mit dem warm machen. Ja, so. Hat er immer gute Tricks gemacht, macht er immer noch und fällt mir halt. Warum wüsste ich jetzt aus dem Kopf eigentlich nicht so? Eine ganz andere Frage, weil ich kenne es auch von anderen. Der Papa ist ja hier mit, der ist ja dann auch hier der Trainer. Ist das für dich als Sportler, du bist ja der Sohn irgendwie, bist du da bevorteilt? Oder hast du den Eindruck, naja, ich bin jetzt hier der Sohn und so, aber eigentlich, du bist ein Teilnehmer wie der andere, glaube ich auch. Oder ist es für dich persönlich jetzt eher ein bisschen komisch, wenn der Papa jetzt dann auch wieder Trainer ist? Also einen Vorteil habe ich überhaupt nicht. Meistens kriege ich sogar immer ein bisschen mehr Ärger als die anderen. Denkt eigentlich keiner, aber das ist schon manchmal ein bisschen schwieriger. Wie ich sehe, ihr habt jetzt gerade eure neuen T-Shirts bekommen, stehen euch gut und wünschen euch natürlich viel, viel Erfolg. Dir vor allen Dingen jetzt hier dann auch beim AC Werdau. Aber wie ich sehe, ihr kennt euch, ihr werdet dann auch außerhalb der Matte auch, denke ich mal, viel, viel Spaß haben dann. Ne? Auf jeden Fall. Ja.
Der Schal, den Sie umhaben, der schaut ja nicht so aus wie aus der Apotheke. Ich hoffe, er hilft trotzdem. Gibt es dazu eine Geschichte? Weil, wie es aussieht, ist der vom AC Werder hier, vom Ringen. Genau so ist es. Den hat mir der AC Werder bei seinem letzten Saisonabschluss überreicht. Als ja, Unterstützer. Ich meine, so ein Verein ist nicht nur in der Stadt, sondern da ist man auch auf ein gegenseitiges Miteinander angewiesen. Und in dem Rahmen habe ich den bekommen und trage den halt ganz gern. Ja, Sie als, sag mal, doch ein kleiner geheimer Fan vom AC Werder mit dem Schal auf jeden Fall. Wollen Sie der Mannschaft noch irgendwas mitgeben, noch mit auf den Weg geben jetzt auch für die Saison vor allen Dingen? Also ich wünsche der Mannschaft viel Erfolg in der kommenden Saison. Vor allen Dingen wenig Verletzte, viele Punkte und immer ein volles Haus. Wollen Sie noch irgendjemanden grüßen, der vielleicht weit weg ist oder den ihr lange nicht gesehen habt? Kann ja sein. Erstmal Sportschule Frankfurt-Oder. Ja, wir möchten auf jeden Fall noch die Sportschule Frankfurt-Oder grüßen, unsere Trainer. Unbedingt. Und Mama, Familie natürlich. Mama, Freunde. Die immer hinter uns stehen und immer den Rücken stärken. Und auf eine erfolgreiche Saison. Wir sehen uns wieder.